Ist er mal da weg? Du nervst. Jetzt komm, Oma. Hopp, kusch. Dr. Lee? Ist alles in Ordnung, Doktor? Ja, es läuft. Mhm. Tut mir leid. Wir können ihn natürlich jetzt nicht umlegen, das war ein bisschen auffällig. Ah, okay. So funktioniert es hier also. Ich will eines Terminal rein, weil es verboten ist. Dass du da bist. Ich freue mich schon jetzt auf deine Arbeit. Kusch dich. Ab. Geh weiter weg. So ist brav. Genau. Wir können jetzt mal eins machen, kurz speichern. Jetzt hinsetzen. Und eine Stunde warten. Hoffe, dass Tantje immer noch am PC ist. Ich glaub's nicht. Und meins. Zugriffsprotokolle. Aha. Projektstatus, Phase 3. Letzte Neuerung, Verkleidung entsprechend der Anweisung von Lee M. angepasst. Abfüllungskupplung ersetzt, Berechnung für magnetisches Eindämmungsfeld verbessert. Synth-Prototyp. Status laufen, letzte Neuerung, neue Haut nach Anweisung des Direktors hinzugefügt. Probleme mit der Motorik gelöst. Neueste Persönlichkeitsmatrix der Abteilung Robotik installiert. Laserwaffen, laufend. Letzte Neuerung, Bündungsmechanismus entsprechend Vorgaben von Ormond R verbessert. Frequenzmobilisation entsprechend Vorgaben von Watson E. Neue Hüllen hergestellt. Sonstige Projekte. Letzte Neuerung, Ormond R arbeitet an der lokalisierten Relaisbündelung. Entschuldigung. Alle anderen Prototypen, theoretische Modelle aufgrund von Phase 3 auf Eis gelegt. Persönliche Notiz, offizielle Erklärung für den Unfall im FEV-Labor ist weiterhin nicht zufriedenstellend. Die Verwaltung hat gar nichts und verweist mich einfach an den Rektor und verheimlicht mir irgendwas, das weiß ich einfach. Ich frage mich, ob er sich Gedanken über die Folgen dessen gemacht hat, was ich für ihn tun soll. Ob er sich wohl sorgt, dass ich ihm Einblicke in sein Wesen bekomme, weil er mich gebeten hat, einen Sinn zu bauen, der aussieht wie er selbst als Kind? Vermutlich nicht. Und um ehrlich zu sein, wird er das wohl auch nicht. Jetzt habe ich einen Satz raus. Heieiei. Tü-tü-tü. So. Wenn du mich fragst, kratzen wir mit dem neuesten Synth nur an der Oberfläche. Ich will da durch. Aber ich habe kein Terminal gefunden. Zum Kotzen, du. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. So, dann noch die Synth-Retution. Da waren wir schon dran. Sie kennen das Protokoll, Sir. Nur für autorisiertes Personal. Dr. Ayo denkt also, er kann sich in seinem Büro verstecken? Gut, dann sag ihm, dass ich mit Vater über diese unangekündigten Sicherheitskontrollen sprechen werde. Mein Quartier mitten in der Nacht zu durchwühlen, ist vollkommen inakzeptabel. Ich leite Ihre Nachricht weiter, Doktor. Bitte mach das. Melden Sie alles Verdächtige dem SEB. Hey, Doc. Willkommen, willkommen. Schön, dich kennenzulernen. Ich hoffe, du wirst das Institut als dein neues Zuhause ansehen. Mhm. Was machst du denn hier? Ich bin verantwortlich für Unterkunft und Versorgung. Ich sorge dafür, dass alle ein komfortables und produktives Leben führen. Du solltest wissen, dass es für viele von uns eine große Ehre ist, dich hier zu haben. Hey, warte mal kurz. Unsere neuesten Synths sind so lebensecht, dass ich sie immer wieder mit Menschen verwechsle. Aber kann man mir da eine Sache fragen? So scheiße. Scanne unbekannte Person. Ups.
Hätte ich warten sollen? Der Robotik mal mit dem Knüppel reinzuschlagen. Du warst also dabei, als die Bomben fielen. Das muss schrecklich gewesen sein. Vielleicht sollte ich mal ein paar Runner mitnehmen. Das wäre mal eine Botschaft. Bitte nicht. Es gibt schon genug Reibereien zwischen uns. Und eigentlich allen anderen Abteilungen. Wirst du etwa weich, Alana? Meine Methoden bringen Ergebnisse. Und so auch diesmal. Wirst schon sehen. SCP-Zugriffsterminal. Sehr schön. Ich bin hier nur da, um hier ein bisschen aufzuräumen. Ich putze nur. Ignoriert mich. Rückführungsziel Verfolgung. Einheit ID C241, Statuseinheit entflohen, Untersuchung läuft, zugewiesener Runner, Good Neighbor, letzte Sichtung. Du hielst keine Sichtung in letzter Zeit, es wird davon ausgegangen, dass sich die Einheit in Gewahrsam der Railroad befindet. Gedächtnislöschung wurde wahrscheinlich bereits durchgeführt. Statuseinheit entflohen, Untersuchung ausgesetzt, die Notiz zugewiesener Runner, keiner Standard, Flughafen Boston, letzte Sichtung. Notiz, Untersuchung ausgesetzt, Gebiet gilt derzeit als zu gefährlich. Status, Einheit aufgespürt, Rückführung geplant, Runner X688, Raider-Festung in Libertalia. Gedächtnis von Einheit B592 wurde von Railroad-Agenten gelöscht, neue Identität Gabriel. Einheit führt zurzeit eine Raider-Bande in Libertalia an. Zeigt äußerst aggressives Verhalten, hat Dutzende Rivalen und Zivilisten getötet, verdächtig auf Hirnschaden infolge der Gedächtnislöschung. K823. Status zerstört, Runner X351, Überreste nordöstlich von Saugus Ironworks gefunden. Überreste der Einheit in der von Saugus Ironworks entdeckt und zur Abteilung Robotik zurückgebracht. Einheit durch multiple Schusswunden zerstört, wahrscheinlich beigebracht von Raidern in Saugus Ironworks. ID L337, Status, Einheit entflohen, Untersuchung läuft, zugewiesener Runner X973, letzte Sichtung Corvage, Gedächtnis der Einheit wurde gelöscht, Identität Leo. Es wird zur äußersten Vorsicht geraten, Einheit wurde von der Railroad ausgebildet und beherrscht den Umgang mit verschiedenen Waffen. Einheit hat sich, sich der Gefangennahme zweimal entzogen und dabei und in beiden Fällen Runner verwundet. Liste der Informationen. Die folgende Person. Okay, da hat es ja funktioniert. Nee, okay, alles gut. Sie haben sich bei unserem Rückführungseinsatz als nützlich erwiesen. Im Austausch gegen Kronkorken haben sie Informationen über Sichtungen entflohener Synths und vermummte Railroad-Aktivitäten zukommen lassen. Wenn du einen neuen Kontakt herstellst, füge ihn den Anbring zu. Tommy Lonege. Aha. Zugriffsprotokoll anzeigen. Gut. Das Direktorat sollte die geflohenen Synths ernster nehmen. Die Hälfte der Zeit verbringe ich damit, die Leute zu besänftigen, die Justin verärgert. Wir müssen mit den anderen Abteilungen zusammenarbeiten können und das ist schwierig, wenn sie ständig sauer auf uns sind. Was macht Justin denn, dass es zur Reiberei kommt? Er ist einfach aggressiv und anstrengend. Er glaubt, seine Probleme sollten für alle das Wichtigste sein. Ich muss aber zugeben, dass die anderen Abteilungen unsere Bedürfnisse nie besonders ernst genommen haben. Sie sehen uns wohl als notwendiges Übel an. Das ist wirklich nicht fair. Ja. Aber was erzähle ich wieder? Die erste Chance, uns miteinander bekannt zu machen und ich beschwere mich nur. Wie dem auch sei, es war schön, dich kennenzulernen. Ja, alles gut. Wenn du verdächtige Synth-Aktivitäten siehst, melde sie sofort. Doc. Ah, da bist du ja. Justin Ayo, stellvertretender Direktor des Synth-Einbehaltungsbüros. Ich will ganz offen sein, wir werden dich in nächster Zeit genau im Auge behalten. Trotz deiner Verwandtschaft mit Vater wissen wir nur wenig über dich. Das verstehst du sicherlich. Es wird doch keine Probleme geben, oder? Warum? Vertraust du mir nicht? Ganz ehrlich? Weil du jemand von draußen bist. Seit langer Zeit die erste Person von draußen, die das Institut betreten darf. So etwas gab es noch nicht oft. Daher ist es normal, etwas vorsichtiger zu sein. Ist nichts Persönliches, bestimmt nicht. Also, Vater hat mich gebeten, dir einen kurzen Überblick über das Synth-Einbehaltungsbüro zu geben. Wir beschäftigen uns hauptsächlich damit, Synths zurückzuholen, die sich unter den Menschen an der Oberfläche verstecken. Wenn die Synths frei sein wollen,
solltet ihr es zulassen. Synths wollen nicht. Sie sehen vielleicht wie Menschen aus, sind aber Maschinen. Warum sie fliehen wollen, untersuchen wir gerade noch. Unser wichtigstes Instrument ist der Runner, ein Synth der dritten Generation, der an der Oberfläche arbeitet. Runner spüren aus dem Institut geflohene Synths auf und holen sie zurück. Sie sind höchst selbstständig und können kämpfen, infiltrieren und aufspüren. Mit einem Wort, unsere Runner sind gnadenlos. Aber das weißt du bestimmt, da du ja schon einem begegnet bist. Ich würde ja zu gerne wissen, wie du ihn besiegt hast. Ich sehe nur ungern, aber eure Runner... Ich besitze Kampferfahrung. Trotzdem sollte es ein Runner spielend mit einem einzelnen Kämpfer aufnehmen. Ich muss wohl in der Robotik nachfragen, ob sie eine Diagnose der gesamten Produktion durchführen können. Als hätten wir nicht genug Probleme. Also, wenn sonst nichts mehr ansteht, gehe ich wieder zurück an die Arbeit. Wenn du Chefin oder Leiter des CB bist, dann vertrittst du dann, du hast Spezialausbildung der Runner wählen. Jetzt sehen wir mehr darüber. Wir speichern mal kurz. Ich würde gern mehr über die Rückführung der Synths erfahren. Gut. Wenn ein Runner einen Synth gefunden hat, benutzt er dessen Rückrufcode, um seine Erinnerungen zu löschen und ihn zu deaktivieren. Dann beginnen wir mit der komplizierten Wiederherstellung der ursprünglichen neuralen Bahnen. Ist dieser Vorgang erfolgreich, geht der Synth wieder seinen Pflichten nach, ohne Erinnerungen an seine Zeit an der Oberfläche. Oftmals können wir den Schaden aber nicht reparieren und müssen die gesamte Einheit entsorgen. Justin? Was willst du? Und mach es bitte schnell. Du hast die spezielle Ausbildung der Runner erwähnt. Erzähl mir mehr darüber. Das SEB überwacht ständig unsere Gen-3-Synths und sucht nach bestimmten Eigenschaften. Diejenigen, die beharrlich, furchtlos und unabhängig agieren, durchlaufen ein hartes Trainingsprogramm. Sie erlernen den Kampf mit und ohne Waffen, Untersuchungstechniken sowie psychologische und mechanische Fertigkeiten. Diejenigen, die dann einen finalen Test bestehen, werden zu Runnern. Bei den anderen werden die Erinnerungen gelöscht, bevor sie wieder ihren vorherigen Aufgaben nachgehen. Das muss alles ein wenig... Dr. Ayo. Jetzt warte mal. Ja, was denn? Die bringen ihm ab, das nervt. Wenn du der stellvertretende Leiter des SEB bist, wen vertrittst du dann? Unseren Leiter, Dr. Zimmer. Er überwacht die Rückführung einiger wichtigerer Einheiten. Während er weg ist, sorge ich für einen reibungslosen Ablauf. Okay. Wir schauen uns mal hier um. Es ist mir eine Ehre, Sie kennenzulernen, Ma'am. Entschuldigung. Verzeihung, Ma'am. Ja, entschuldige dich bei mir, du Fuddel. Du riechst, als wärst du an der Oberfläche gewesen. Boah, ich klatsch dich gleich. Hast du hier weg von meinem Terminal? Ich will da vielleicht ran. Hallo. Hallo. Dankeschön. Hab ich das Interferometer abgeschaltet? Unser neuer Besuch. Wie ihr wisst, hat Vater zu Besuch von der Oberfläche unbeschränkten Zugang gewährt, einschließlich des SEB. Natürlich müssen wir Vaters Anweisungen einhalten, müssen aber auch vorsichtig bleiben. Vermeidet Gespräche über vertrauliche Informationen, insbesondere der anderen Untersuchungen zu den Gen 3 Synths. In einer perfekten Welt hätte die Railroad keinen Einfluss auf unseren Gast ausgeübt. Leider haben wir nicht in... Leben wir nicht in einem perfekten Welt. Direktor Ayo. Untersuchung der verschwundenen Synths. Aufgrund der Entwicklung bei unserer Untersuchung des Verschwindens der Synths gelten ab sofort folgende Regeln. Sämtliche Details unserer Untersuchung sind als geheim einzustufen und dürfen nur noch mit Angehörigen des SEB besprochen werden. Und dies ausschließlich in den Räumlichkeiten des SEB. Verstöße gegen die Anweisungen werden strengstens geahndet. Direktor Ayo. Infiltrationseinheit McDonough. Ich habe langsam den Eindruck, dass M762, die Infiltrationseinheit McDonough, keinen weiteren Nutzen bringen wird. Die Übernahme des Bürgermeisteramts in Diamond City hat uns über die Jahre Informationen von unschätzbarem Wert eingebracht. Aber das Misstrauen wächst immer weiter. Der letzte Vorfall, der Artikel in der Zeitung der McDonough als möglichen Sünd darstellt, könnte das fast zum Überlaufen bringen. Ich hab's gewusst. Ich habe mit Ayo besprochen und wir beide erhalten eine Rückführung für ausgeschlossen. Solche Situationen eskalieren. M762 wurde so gestellt, dass er den echten McDonough perfekt imitiert. Daher entspricht der Zustand der Einheit einem Menschen, der stark übergewichtig und völlig außer Form ist. Das Löschen der Erinnerung würde psychologisch bedingte Schwächen aufgrund des
angeblichen Alters der Einheit aufheben. Aber dieser Körper, das ist ein hoffnungsloser Fall. Die Ironie an der ganzen Sache ist, dass M762 in einem seiner Berichte eine Stelle als Runner beantragt hat. Er führt seine jahrelange Pflichttreue und seine Erfahrung an der Oberfläche als Qualifikation auf. Diese Anfrage zeugt vom genug Selbstbewusstsein, dass er als Kandidat nicht in Frage kommt. Hä? Außerdem würde er nicht einmal in die Uniform passen. Ja gut, das stimmt allerdings. Bei Schluss sollte die wahre Identität von M762 irgendwann entdeckt werden, werden die Einheit sofort im Feld außer Dienst gestellt. Keine Rückführung, keine Hilfe durch das Institut angesichts des Alters und der physischen Zustands der Einheit. Ganz zu schweigen von den grundsätzlichen Gefahren ist eine Infiltrationseinheit gehen wir von einer Lebensspanne von maximal 2 Wochen aus. Circuit. Zugang zum SCB. Ich habe bemerkt, dass bestimmte Kollegen, die mit unseren Strategien und Vorgehensweisen nicht einverstanden sind, mehr als einmal versucht haben, den normalen Beschwerden über eine Meldung an Vater zu umgehen. Stattdessen haben sie versucht, Zugang zu unseren gesicherten Einrichtungen zu erlangen, um ihrem Unmut auf direkte Weise Luft zu machen. Ich muss euch sicher nicht daran erinnern, dass nur autorisiertes Personal Zugang zum SCB hat. Lasst euch nicht beschwatzen oder anderweitig dazu bringen, Personal ins SCB zu lassen, die nicht über die erforderlichen Autorisierungen verfügen. Verstöße gegen diese Anweisungen werden strengstens geahndet. Ups, da war noch was. Direktor Ayo. Okay. Energieeinsparungen. Wie euch bekannt ist, hat Vater uns gebeten, den Energieverbrauch genau im Auge zu behalten und Energie so effizient wie möglich einzusetzen. Ich möchte noch anfügen, dass dieses Streben nach Effizienz für alle unsere Tätigkeiten gelten sollte. Allerdings hat unsere Abteilung einen Bedarf, der einzigartig im Institut ist. Tatsache ist, manchmal benötigen wir Ressourcen, die wir aufgrund unserer heiklen Tätigkeiten nicht preisgeben können. Ich vertraue hier voll und ganz auf euer Urteilsvermögen. Wenn ihr zusätzliche Energie oder andere Ressourcen benötigt, um eure Arbeit erfüllen zu können, dann nehmt euch, was ihr braucht. Ihr könnt mich natürlich zu Rate ziehen, falls ihr Fragen oder Bedenken habt. Aber letztlich seid ihr dafür verantwortlich, die Termine für eure Projekte einzuhalten. Und ich werde fehlende Energie nicht als Ausrede dafür akzeptieren, dass diese Termine nicht eingehalten werden. Kurz gesagt, tut, was ihr tun müsst, um eure Arbeit zu erledigen. Und falls sich jemand darüber beschwert, werde ich mich darum kümmern. Direktor Ayo. Inventarmanagement. Ja, gut, okay. Können anzeigen. Talk to Daddy. Halt, ich habe was vergessen. Ich konnte ich nur. Es tut mir leid, Sir. Ich bin noch hier am Aufräumen. Ich hoffe, dass irgendwo Aluminium dabei ist, sonst heule ich. Das Institut. Tut nicht jedem gut. Das Institut tut nicht jedem gut. So, gucken, ist das Mail mal angekommen, von der ich eigentlich hoffe, dass er kommt. Ich jetzt, Bruder? Netzwerkscanner-Holoband. Netzwerkscanner-Holoband. Wer bist du? Hey. Statusmeldung. Alle Funktionen normal. Netzwerkscanner-Holoband. Achten Sie auf Synths, die sich ungewöhnlich verhalten. Ja, ja. Sie sind bestimmt stolz auf das, was Vater getan und aufgebaut hat. Wir sind eigentlich im Institutsterminal hoch. Ja, okay. Da ist auch noch irgendwo ein PC. Nichts zu melden, Ma'am. Hier gab's keine, ne? Du kannst ja bei Daddy drei direkt hochladen. Ist das zu glauben? 3. Ja und? Falls Sie bemerken, dass Chemikalien austreten, alarmieren Sie bitte umgehend die Abteilung Anlagen. Okay. Okay, hier geht's nicht. Hi, Dad.
Ja, da, Sohn eher in dem Fall. Vater, Sohn, Sohn, Vater. Kann man es irgendwo in einen Random Terminal hochladen? Dann ist die Rüstung auf jeden Fall noch da, das ist wichtig. Ich wünschte, sie hätten Vater so wie wir gekannt. Persönliche Notizen, was soll ich das jetzt hochladen? Arbeite mit voller Kapazität. Nö. Ist die Türsteuerung da? Ich geh mal kurz da rein. Schön, dich zu sehen. Oh, jetzt geh doch weg, du Fette! Die Anpassung wird schwierig, aber vergiss nicht, dass Sins keine Menschen sind. Oh, jetzt kann es ein Terminal sein, was oben ist. Ich glaube, wir müssen das im oberen Terminal hochladen. Naja. Gut, dann gehen wir jetzt nochmal raus. Also da, das eine ganz oben am Eingang, ne? Vermutlich dort. Also behaupte ich jetzt mal. Alle Systeme normal. Deine Mutter! Chugga. Renn, mein Kind! Also das Institut muss man mal sagen, wie es ist. Es ist übersichtlich aufgebaut. Ja. Ich war hier noch ne... No! Wie konnte mir das nur passieren? Also wenn genau hier irgendwo eine Zeitschrift liegt? Wundert mich eigentlich eh, dass wir das erstmal gefunden haben. Ne? Aber steril ist das Ganze halt hier schon ziemlich aufgebaut, muss man sagen. Da kann man kacken gehen. Die Dusche ist halt Mikro, ne? Was ist denn so Platzangst, Bruder? Ey, scheiße. Vor allem kriegen die eigentlich ein ganzes Eisen her. Gut, wenn sie Sachen ausheben, aber das muss ja irgendwo hergestellt werden. Privatterminal. Sicherheitsvorkehrungen. Deaktivierte persönliche Daten auf ihrem Terminal sind in Gefahr. Ah ja. Covenant, ja, ist mir egal. Wir müssen auch ein bisschen klarkommen in ihrem Leben. Da waren wir schon, okay. Wir müssen wahrscheinlich noch einen Gang weiter. Hallo. Ja, ich glaube, das stimmt hier. Sean? Vielleicht können unsere Sins das Commonwealth eines Tages zurückgewinnen. Hä? Institutsterminal hoch. Ja, aber achso, wartet mal. Am Arsch. Am Arsch. Wartet mal, wir holen kurz unsere Rüstung. Ups, war der falsch. Ah, oh.
Wo? Ich hab das noch nicht gehört. Was? Wenn einmal ist eh nie was drin. So. Ich mache jetzt die nächste Reihe, dann müssen wir runter. Wirklich überall diese Runner rumlaufen? Ja. Okay, bis sie verletzt ist okay, ist okay. Menschheit neu definiert, eindeutig, oder? Achtundfünfzig. Alle freuen sich über das neue Synth-Projekt. Knopf drücken. Wie gesagt, ich glaube, das müsste das obere sein. Das Netzwerkscanner Holoband. Wo soll das sein? Netzwerkscanner Holoband. Probier das mal da oben jetzt. Jetzt kommen wir auf mit der fiktiven Ladezeit jetzt. Was soll denn das sein? Ich hab den Schlüssel nicht. Das passiert sich gerade echt. Okay. Mach ihn jetzt kaputt. Terminal, ich hätte euch gerne irgendeins gehen. Jetzt wird die Quest halt noch nicht angezeigt. Das ist halt ein bisschen schade. Nee. Theoretische Grenzen sind dazu da, um überschritten zu werden. Ist halt die Frage, sie ist ja in einem Terminal. Was kann ich irgendeins nehmen? Warum kann ein Sünd nicht auch eine Person sein? Ich sehe da keinen Unterschied. Biowissenschaft vielleicht? Ich muss mal gucken. Ach so, warte mal. Holoband laden. Wie ist das Holoband nochmal? Wir müssen da nur einladen, wäre möglich. Netzwerkscanner Holoband, okay. Nachricht von Tom, Schlüssel, Nachricht kopieren. Die große Idee wollte, dass ein Tutorial dabei ist. Hier ist es also. Kurze Version, stecke das hier in ein beliebiges Instrument, Institutsterminal und kopiere die Nachricht. Lange Version, der Patriot schickt uns schon seit Jahren kleine kodierte Nachrichten mit einer heftigen Verschlüsselung.
Die Rekonstruktion war echt krass. Patriot ist gut. Aber ich habe es hinbekommen. Leg die Soloband in eine beliebige Südtürme, damit es eine verpackte Nachricht an Patriot sendet. Du begibst dich in den Bauch der Bestie, also vertraue nichts und niemanden. TT Ende. Tüftelturm. Ab in die Anstalt. Dringende Antwort. Bestätige Treffen im Wartungsraumbereich fortgeschrittene Systeme. Sprich mit Vater. Systeme. Gut, wir sind so oder so, jetzt erstmal raus. Ja, schöne Pflanzen, ne? Wenn ich in dieser Power-Rüstung sehe, würde ich gerne eine eigene entwickeln. Ian versucht mir Robotik beizubringen. Es ist komplizierter, als ich gedacht hatte. Ja, wir jetzt nur laden müssen in irgendeinem Turn. Okay, das habe ich jetzt verpennt. Ja, ich dachte, das können wir irgendwo reinschmeißen. Das steht halt schon dran und so ein Scheiß, ne? Aber der Gehirn. Statusmeldung. Alle Funktionen normal. Das wird Daddy sein. Oder nicht? Das sollte definitiv nicht Daddy sein. Und ich glaube, wir haben ihn schon gesehen. Da hinten. Tada! Der Patriot. Ich bin's. Du hast mir also die verschlüsselte Nachricht geschickt. Wie hast du das überhaupt gemacht? War mir nicht sicher, ob jemand an der Oberfläche Trinity knacken könnte. Du weißt schon, den Verschlüsselungsalgorithmus. Okay. Haben Sie nun auf ein Terminal im SEB zugegriffen? Ich bin mir nicht sicher, ob ich dir vertrauen soll. Du machst dir wegen mir Sorgen? Wenn das SEB Trinity geknackt hätte. Oh Mann, deine Nachricht enthielt nur ein Wort. Freund, was hast du damit gemeint? Die Ray versucht ebenfalls, uns zu helfen. Das macht uns zu freuen. Verraten. Die Railroad hat mich geschickt, einen gewissen Patrioten zu finden. Und das bist du. Was? Die Railroad? Wirklich die Railroad? Und sie haben mir sogar einen Codenamen gegeben? Ich habe Synths an die Oberfläche geschickt, in der Hoffnung, dass ihnen jemand hilft. Ich hatte gehofft, dass ein paar die Railroad erreichen, aber sicher war ich mir nie. Willst du den Synths glauben, wenn du sie treffen würdest? So beeindruckt. Du hast eine Menge Synths gerettet. So viel neue Informationen. Aber, warte. Aber da du schon mal da bist, habe ich eine Idee, wie man viele Synths gleichzeitig retten könnte. Dazu brauchen wir Hilfe. Wo arbeitet er gerade? Gut, gehen wir zum westlichen Atrium. Wahrscheinlich wäre im Augenblick ein anderes Thema besser. Vielleicht. Weißt du, mein Vater ist der Meinung, an der Oberfläche herrsche die Hölle auf Erden. Aber das kann gar nicht sein. Du siehst mir recht normal aus. Sparen Sie Energie, wann immer Sie es können. Alles gut. Ich bin mir nicht sicher, ob wir die Oberfläche je zu einem Ort machen könnten, an dem es sich zu leben lohnt. Aber das bedeutet nicht, dass wir nicht zumindest versuchen sollten zu helfen, weißt du? Vollkommen richtig. Z114, ich bin's. Sir, benötigen Sie etwas? Alles in Ordnung, Z1. Sie ist eine Freundin. Sie gehört zur Railroad. Mich hier mit Ihnen zu treffen ist gefährlich. Und Sie bringen eine fremde Person mit. Sie. Wie weiß ich, dass ich Ihnen vertrauen kann? Jetzt habe ich was verpeilt. Manager. Oh, okay. Weil jedes Mitglied der Railroad sich den Kampf für eure Freiheit verschrieben hat. Ich dachte, dass nur Mr. Binet sich um uns sorgt. Aber ihre Freunde kämpfen tatsächlich für uns? Das ist das oberste Gebot der Railroad Z1. Sie kommt von der Oberfläche. Ich habe noch nie einen anderen Menschen getroffen, der helfen will.
Aber wir müssen uns beeilen, Sir. Wie viele Synths wollen momentan fliehen, Z1? Das kann ich Ihnen genau sagen. 13. Das wird ewig dauern. Befreien wir alle 13 in einem Schwung? Ich würde alles für meine Leute tun. Aber wie bekommen wir sie zum Teleporter? Die alten Wartungstunnel, die dorthin führen, sind durchgehend abgeriegelt. Durch das SEB. Wenn ich es schaffe, diese Türen zu öffnen, kannst du dann deine Synths zum Teleporterraum bringen? Ja, wir unterhalten uns später. An einem Ort, der sicherer ist. Nur ein paar Hochsicherheitstüren, nicht wahr? Gesteuert durch modernste SEB-Sicherheitstechnologie. Ja, es wäre fatal, es direkt mit einem Hack zu probieren. Wir müssen einen anderen Weg finden. Du hilfst mir doch, ja? Alleine schaffe ich das nicht. Natürlich helfe ich dir. Die Kernarchitektur unserer Sicherheitsanlagen ist seit den alten CIT-Tagen so gut wie unverändert. Das ursprüngliche Sicherheitsprogramm nannte sich Code Defender. Es war revolutionär. Wir haben noch ein paar Terminals im Lager, auf denen Version 1 läuft. Ich könnte ein altes Terminal dazu überreden, mit den neuen Sicherheitsterminals zu interagieren. Zumindest genug, um ein paar Türen zu öffnen. Das Problem ist, dass ich nicht einmal Version 1 knacken kann. Ich brauche also einen Benutzernamen und ein Passwort, und im Institut finde ich so etwas nirgends. Aber wenn du mir von der Oberfläche ein Admin-Passwort aus der Vorkriegszeit beschaffen kannst, könnte ich mich anmelden. Okay. Ich besorg dir eins. Hervorragend. Leider scheidet der offensichtliche Ort aus. Die CIT-Ruinen sind seit Jahren leergeräumt. Aber einige der Admins lebten abseits des Campus. Frag deine Freunde bei der Railroad. Ich brauche diese Anmeldedaten. Okay. Versprich mir, dass du morgen also genannt das machen. Da ist auch namens Session. Ich denke, dass du mit dabei sein. Das Institut ist eine große, schön, interessante Sache. Schön auch an sich, so vom Aufbau und allem. Recht cool. Und ja, mal schauen, wo das Ganze noch hin wird. Und bis dahin auf Wiedersehen. Tschüss.